Was ist Glück? Wenn in diesem Kleeblattmeer mindestens 4 mit 4 Blättern wachsen und ich die dann finde. Manchmal aber hat das Glück auch mehr Zahlen parat und erzählt von einer Begegnung zweier Menschen, die auf den ersten Blick nichts miteinander gemein haben. Einer Begegnung, die ihrem Leben aber dann etwas verleiht, was zuvor fehlte und die beiden fortan nicht mehr missen wollen. Das Glück auf einer Skala von 1 bis 10. Dieser Film erzählt von einer solchen Begegnung und einer ungewöhnlichen Freundschaft. Klaus Lesche. Das ist Igor. Er fährt Biogemüse aus. Von Geburt an leidet Igor an zerebraler Kinderlähmung. Seine Körperkoordination funktioniert nicht richtig, sein Kopf aber ist ein Philosophielexikon. Das ist Louis, ein Leichenbestatter und Workaholic. Sein erster Kontakt mit Igor wirkt fast so, als wollte sich Louis einen neuen Auftrag beschaffen. Doch alles ist halb so schlimm. Was machen Sie beruflich? Sag ich lieber nicht, da sind immer alle schockiert. Bei mir sind schon alle schockiert, ohne dass ich was sage. Der einsame Igor sieht in Louis den idealen Freund. Er sucht Kontakt, versteckt sich in einem Leichenwagen und wird erst spät entdeckt. Was zur Hölle machen Sie hier? Ist Ihnen klar, dass Sie sich in einem Leichenwagen befinden? Platon sagt, philosophieren bedeutet, sich im Sterben zu üben. Louis bleibt nichts anderes übrig, als Igor auf die Überführung einer Verstorbenen von Lausanne nach Montpellier mitzunehmen. Erstmal kleidet er ihn so ein, dass Igor bei der Trauerfeier eine gute Figur machen kann. Die Reise verändert das Leben der beiden. Louis bekommt ganz nebenbei einen Crashkurs in Philosophie. Diogenes hat gesagt, um frei zu sein von dem, was andere denken, solle man ein Hering hinter sich herziehen und so durchs Leben gehen. Schon klar. Der Vorteil ist, dass ich sowieso schon der Hering bin. Alexandre Jolien, der den Igor spielt, leidet selbst an zerebraler Kinderlähmung. Anders als Igor liefert er kein Biogemüse aus. Er ist Doktor der Philosophie und schreibt philosophische Ratgeber. Bernard Campan, der den Louis spielt, führt auch Regie und hat das Drehbuch von Glück auf einer Skala von 1 bis 10 geschrieben. Am Ende ihrer Reise werden die ziemlich besten Freunde ziemlich hohe Werte auf dieser Skala erzielen.